Ja, also herzlich willkommen nochmal bei der Health and Sleep Stage zum Vortrag Stärke deine Resilienz, wie Biohacking und auch das Thema Eisbaden helfen kann, im Alltag widerstandsfähiger zu werden. Resilienz, das ist die psychische Widerstandsfähigkeit, also unsere Fähigkeit, Herausforderungen im Leben zu überstehen, ohne dass sie Schaden hinterlassen oder im besten Fall sogar, dass wir stärker herauskommen, als wir reingegangen sind. Das bedeutet Resilienz. Und im Grunde ist das das Hauptthema der Biohacker. Also körperlich und geistig stärker werden, um einfach den Widrigkeiten des Lebens widerstehen zu können. Ah, stark. Okay. Was wir jetzt machen, ich will euch nur kurz erklären, warum ihr mir eigentlich zuhören solltet, was Biohacking ist. Wir gehen dann in das Thema Eisbaden, beleuchten das ein bisschen. Und dann möchte ich mit euch schauen, was ich glaube, was der eigentliche Vorteil von Eisbaden ist und wie ihr das in eurem Berufsalltag mitnehmen könnt. Also wenn ihr heute hier wieder rausgeht, wäre es für mich cool, wenn ihr wisst, was Biohacking für mich bedeutet und eure Definition findet und wie ihr diesen Tipp aus dem Eisbaden in euren Alltag mitnehmen könnt. Ich bin Marco Grosch und Begründer von Minimalist Biohacker. Ich mache das Biohacking-Thema jetzt ungefähr seit 6 Jahren so professionell. Beruflich. Und es ist einfach so, ich habe ein schönes Leben, ja, generell ein schönes Leben, bin in einer sicheren Umgebung aufgewachsen, alles normal. Aber auch mir hat das Leben halt schon echt viele Knüppel in die Beine geworfen, egal ob das im Beruf ist, wenn man ehrgeizig ist und vorankommen will und das dann zulasten der körperlichen und geistigen Gesundheit geht. Familiäre Themen, Verlust, Schmerzen, die man halt jeder von uns im Leben hat, die jeden von uns betreffen. Und Dinge, die einem manchmal irgendwie über den Kopf zu wachsen scheinen und man irgendwie gar keinen Horizont mehr sieht manchmal und sich denkt, boah, jetzt ist es aber richtig schwierig. Und tatsächlich ist es so, dass viele Biohacker so eine Geschichte haben, wo sie einfach am Boden waren. Wo einfach was passiert ist im Leben, wo einen so aus dem Alltag gerupft hat, dass man gemerkt hat, ja, so geht's nicht, ich muss was machen. Und genauso war es bei mir eben auch. Und was ich glaube, einfach mit Recht behaupten kann, wir alle haben in unserem Lebensstil uns einfach ein Stück weit von der Natur und von der natürlichen Lebensweise von Menschen entfernt. Was für jeden ein Faktor ist, ist einfach dieser ständige Dauerstress. Und das hat nichts nur mit beruflich zu tun, sondern es sind die kleinen Dinge, so dieses, keine Ahnung, ständig aufs Handy schauen, immer ist irgendwas los, man hört Nachrichten, hier ist Krieg, da ist das, Wirtschaft, Konjunktur, Rechtsruck, keine Ahnung. Die ganzen Dinge, die ununterbrochen auf uns einprasseln, das ist nicht mehr so ganz natürlich, das ist was, wo unser moderner Lebensstil mit sich bringt. Daraus ergibt sich, dass wir manchmal Probleme haben, uns zu konzentrieren, ja, so ADHS oder so, ist auf dem Vormarsch, das, immer mehr Leute können sich keine... nicht mal mehr ein YouTube-Video anschauen, ohne dass sie schon wieder anfangen, irgendwo klicken oder so. Das ist ja wirklich, es ist wirklich crazy. Und gleichzeitig fehlen uns Reize. Wir kommen aus dem Haus, da hat es schöne 22 Grad, dann setzen wir uns in unser Auto, oh, schön Sitzheizung an, ja genau, dann wieder im Büro, auch 22 Grad, immer genug zu essen, immer genug zu trinken, ja sogar viel zu viel. Uns fehlen so ein Stück weit Reize, die uns widerstandsfähiger machen. Und da sehe ich Biohacking als eine sehr elegante Lösung. Es ist nämlich so, viele von uns verlassen sich drauf, dass uns jemand von außen hilft. Wir gehen zum Arzt, wir gehen zum Heilpraktiker, wir gehen zu Experten und erwarten immer so, ja, der wird mir schon helfen, der richtet's. Diese neue Diät, die wird's richten. Wenn ich endlich dieses Trainingsprogramm mache, das wird's richten. Dann werde ich endlich zu der Person, die ich sein will. Und das sehe ich anders. Ich glaube, wir sind alle selber für unsere Gesundheit verantwortlich. Wir sind verantwortlich, wie gestresst wir sind und wie wir uns fühlen und wie es uns bei der Arbeit geht. Das muss nicht der Arbeitgeber machen mit Yoga und einem Früchtekorb. Das müssen wir machen. Und das ist für mich Biohacking, Selbstverantwortung, Eigenverantwortung für die Gesundheit. Und dazu gehört, dass wir unserem Körper und Geist Zeit zur Erholung geben. Jeder kennt es unter dem Thema Health und Wellness. Ist ja super, oder? Mal ein Spa-Wochenende, sich mal einen Urlaub gönnen. Ja, das ist mega toll. Und mit Biohacking bringen wir da noch eine Effizienz rein, dass wir es wirklich in unseren Alltag bringen können, dass wir nicht jeden Monat auf einen Wellness-Retreat müssen, um mal wieder runterzukommen, sondern dass wir es schaffen, einfach konstant in Balance zu bleiben. Und
da ist für mich so wichtig, und das ist meine Definition von Biohacking, dass wir Daten erheben, dass wir wirklich schauen, wie geht es unserem Körper. Wir vermessen, wir schreiben Dinge auf. Wenn es zum Beispiel um Gewichtsabnahme geht, wir messen, wir schauen, wie viel wiege ich denn? Wie viel wiege ich in einem Monat? Wie viel wiege ich in 2 Monaten? Und viele Leute sagen dann, ja, aber so viele Daten, das ist anstrengend und so weiter. Ja, sorry, willkommen zum Leben. Wer halt Ergebnisse will, der muss was machen. Aber Daten machen die Veränderung sichtbar und dadurch brauchen wir viel weniger Disziplin. Wenn ich am Morgen sehe, dass mein Nervensystem schon wieder am Boden ist, weil ich am Abend davor 3 Bier getrunken habe, dann mache ich das 2-3 Mal und dann lasse ich das Bier weg, weil ich merke, hey, mir geht's viel besser, und meine Daten sagen, mir geht's viel besser. Und dann wird da draußen ein Spiel und wir brauchen weniger Disziplin, und die Daten und das Biohacking trägt uns durch die Veränderung. Das ist für mich Biohacking. Und wer von euch jetzt rausgeht und sagt, ja, Biohacking, der kommt irgendwann an diesem einen Trend nicht mehr vorbei, und das ist Eisbaden. Ja, wir haben draußen das Eisbad, ihr seht das wahrscheinlich überall, voll viele Leute machen das. Und es gibt viele potenzielle Vorteile. Also man kann Gewicht verlieren durch den beschleunigten Stoffwechsel, braunes Fett aufbauen, Immunsystem stärken, widerstandsfähiger werden, Adrenalin, Dopamin, Entzündungen, Regeneration. Viele Vorteile werden versprochen. Und jetzt ist mal so, als Biohacker die erste Frage, wir glauben nicht alles, was wir hören, ja, sondern wir schauen, ist das wirklich so gut? Und wie machen das Biohacker? Anders. Man kann mit Eisbaden in verschiedenen Weisen starten, ja, oder halt mit Kälte. Es geht los, indem man Eiswasser ins Gesicht macht, kaltes Wasser ins Gesicht. Klassisches Menschheitsding, kaltes Wasser ins Gesicht macht eigentlich jeder. Dann die kalte Dusche, dann gibt es die Kryokammer, die immer mehr in Trend kommen, und wirklich das Eisbad, also so für die ganz Harten. Die Studienlage dazu, jetzt komme ich zum richtigen Punkt, die ist relativ dünn. Also das ist, was Biohacker machen. Wir sagen nicht, hey, Eisbaden, coole Sache, mache ich jetzt sofort. Sondern ich schaue erstmal, funktioniert das überhaupt? Was sagt denn die Wissenschaft? Ja, wissenschaftlicher Ansatz. Und da ist die Studienlage einfach noch nicht so, dass ich sagen würde, ja, es ist wirklich der Oberhammer in allen den Bereichen, die potenziell versprochen werden. Warum? Die Studien sind relativ klein und die Qualität ist manchmal noch ein bisschen schwierig. Das heißt, man kann es wissenschaftlich noch nicht so ganz festmachen. Ganz ehrlich, meiner Masterarbeit würde ich auch nicht mein Leben anvertrauen. Ja, ich habe mir echt Mühe gegeben, aber hey. Und da muss man einfach auch ein bisschen aufpassen und sich die Studien auch durchlesen im Zweifel. Jetzt habt ihr den Vortrag, ich habe es für euch gemacht, keine Sorge. In der praktischen Therapie hat sich das Eisbaden aber extrem bewährt. Also das heißt, ihr kennt alle den Kneipp, den Dr. Kneipp, der hat es schon, was weiß ich, vor etlichen Jahrzehnten gemacht. Und es hilft dann wirklich bei entzündlichen rheumatischen Erkrankungen in der Praxis. Ja? Weil wissenschaftlich auch nicht, das ist immer rückwärts gerichtet, datengerichtet. Biohacking bewegt sich an der Grenze. Wir gehen auch mal einen Schritt weiter und probieren was aus. Und die Entzündungshemmung, also dass durch die Kälte quasi innere Entzündungen gehemmt werden, das ist sehr gut belegt. Und das hilft natürlich auch unserer Regeneration, zum Beispiel nach dem Sport. Und dann gibt es noch was im Biohacking, nämlich das Gefühl, oder? Wie fühle ich mich? Und das ist was, wenn jemand von euch da draußen heute in das Eisbad steigt und danach rauskommt, garantiere ich euch, ihr fühlt euch ganz anders, wie bevor ihr reingestiegen seid. Und dieses Gefühl spricht natürlich auch für sich. Das heißt, im Biohacking heißt es oft, probieren über studieren. Ihr seid die Stichprobengröße 1, es geht um euch, es geht nur um euch. Probiert es mal aus und schaut, was ihr daraus ziehen könnt. Egal, wie die Studienlage ist. Jetzt ist es für mich so, ich mache Kältetherapie eigentlich fast jeden Tag, und zwar in Form von einer kalten Dusche. Das ist für mich am einfachsten, kostet mich nicht viel Zeit. Ich drehe einfach die Dusche zum Schluss auf kalt, verbringe noch 3-4 Minuten unter der eiskalten Dusche und dann bin ich richtig wach und fokussiert. Und selbst die kalte Dusche bringt mir diesen eigentlichen Vorteil, wo ich euch jetzt sagen will, was ich meine, dass er ist. Und zwar, dass wir uns bewusst stressigen Situationen aussetzen. Also wir drehen den Regler der Dusche bewusst auf kalt. Wir fügen uns den Stress zu. Und was passiert? Durch den Stressreiz konzentrieren wir uns extrem. Wir bekommen so eine Ruhe im Kopf, weil alles andere weg ist. Es ist nur noch die Kälte da. Und was dann passiert ist, und wir müssen uns zwangsweise mit unserer Atmung auseinandersetzen. Wir müssen die Atmung kontrollieren und runterbringen. Und jetzt ist es so,
In dem Moment, wo der Kältereiz kommt und unser Nervensystem reagiert, da haben wir nur eine Möglichkeit. Wir können nur die Atmung kontrollieren. Alle anderen Dinge vom Nervensystem, und deshalb heißt es autonomes Nervensystem, sind unbewusst. Zum Beispiel, ihr habt in der Arbeit eine stressige Situation, ihr fangt an zu schwitzen. Versucht mal, das zu kontrollieren. Versucht mal, eure Hände zum Schwitzen zu bringen oder aufzuhören. Oder wenn es auf einmal im Bauch rumort und man denkt, boah, ich bin so nervös, das lässt sich unfassbar unmöglich kontrollieren. Ja? Das heißt, das Einzige, was wir machen können, wie wir unser Nervensystem beruhigen können, ist die Atmung. Das ist unser Weg. Der Kälteschock, der bringt uns in die Hyperventilation. Und dann muss man sich kontrollieren. Durchatmen, durchatmen. Dann kommt man runter. Und so lernen wir halt nach und nach mit diesem Kältestress umzugehen. Und das übersetzt sich in den Alltag, weil unser Körper lernt, wow, das war mega stressig, aber ich habe es geschafft, über die Atmung runterzukommen. Und auf einmal ist die kalte Dusche nicht mehr schlimm, auf einmal ist das Eisbad nicht mehr schlimm, auf einmal fühlt man sich da drin sogar richtig gut. Und wir haben gelernt, hey, ich sterbe hier nicht, sondern es ist alles in Ordnung. Stresskontrolle. Und was ich euch unbedingt halt mitgeben will, ist, wie ihr das in den Alltag mitnehmen könnt. Weil man muss nicht unbedingt ins Eisbad steigen, auch wenn ich es wirklich jedem empfehle. Man kann auch sehr vieles schon mitnehmen. Und das Allerwichtigste bei der Atmung im Alltag ist durch die Nase. Und das haben unfassbar viele von uns verlernt, vor allem in stressigen Situationen, auch im Sport. Sobald es stressig wird, wird Mund, Mund, flach in die Brust. Und das verstärkt den Stresszyklus noch. Also versucht einfach mal eine Hand auf die Brust, eine Hand auf den Bauch. Und jetzt schauen wir, dass sich nur die Hand auf den Bauch bewegt, die auf der Brust bleibt liegen. Und einfach mal durch die Nase einatmen. Okay? Und das wäre eigentlich so, das ist eine tiefe Atmung, aber das wäre so natürlich. Und vielen Leuten fällt es aber schwer, durch die Nase zu atmen. Die atmen auch nachts nicht durch die Nase, sondern die liegen so im Bett. Und dann wacht man auf mit trockenem Mund und man hat irgendwie ein bisschen Kopfweh und so. Na, das ist nicht gut. Deswegen wollte ich jetzt mit euch eine Übung machen. Da ist so eine Grafik drauf, die ist ein bisschen grindig, ich weiß, aber vielleicht kriegt man es trotzdem her. Und zwar macht mal alle eure Zungenspitze so oben an die Zahnreihe, also an den Gaumen hinter den Zähnen, also so. Und dann, die Zunge bleibt, beißt die Zahnreihen aufeinander. Also die Zahnreihen schließen. Und jetzt mal schlucken und dabei alles zulassen, die Lippen zulassen. Und dann bildet sich im Mund ein Unterdruck. Und das ist die richtige Zungenposition für Nasenatmung. So sind wir gemacht. Das heißt, wir verschließen quasi den Mund und ab da geht die Nase auf. Und manche von euch werden vielleicht merken, dass man sogar ein bisschen so, ja, Spucke und so weiter von oben runterzieht und die Nase frei wird. Und das kann man ganz toll auch machen, bevor man einschläft. Einfach die Zunge hoch, Zähne zu, schlucken, merkt den Unterdruck und ihr werdet morgens aufwachen und habt keinen so trockenen Mund mehr. So schafft man, dass die Nasenatmung wieder kommt. Und die hat extrem viele Vorteile, weil dadurch wird Stickoxid gebildet, das erweitert die Blutgefäße, die Luft wird befeuchtet und erwärmt in der Nase. Der Mensch ist gemacht zum durch Nase atmen und viele von uns machen es nicht mehr. Und das ist was, wie man Stress schon von vornherein kontrollieren kann. Wenn es stressig wird, erinnern, Nasenatmung, ruhig bleiben, tief atmen und leicht atmen. Also nicht in diese stressige Atmung verfallen. Und da gibt es ein Konzept, das heißt Oxygen Advantage von Greg McKeown. Und der sagt immer, breathe light to breathe right. Also versuchen, leicht zu atmen, dass es unhörbar wird. Also durch die Nase, aber so, dass ihr selber das gar nicht hören könnt. Und das wäre die richtige Atmung. Eine leichte Atmung, eine Nasenatmung. Und so schafft man es auch im Alltag, einfach ruhiger zu bleiben, weil der Körper ganz andere Hormone produziert, weil er ganz anders reagiert, wenn wir durch die Nase atmen. Und das Tolle ist, das Eis, die Kälte, die kalte Dusche, ja, wo jeder mal sagt, boah, nee, kalte Dusche, das könnte ich niemals. Ja. Ihr müsst es einfach mal probieren, ihr müsst euren Körper dahin bringen und dann bewusst kontrollieren, runterfahren, Nasenatmung, nutzt es. Versucht ruhig bleiben, tief einatmen, die Hyperventilation runterbringen. Und ihr werdet merken, dass euch plötzlich Situationen, die euch vorher gestresst haben, einfach nicht mehr stressen, weil euer Körper gelernt hat, darauf zu reagieren. Und jetzt ein Wort der Warnung. Ja, ich kenne euch,
ja, die High-Performer, die A-Player, ja, ich weiß genau, weil mir geht es genauso. Wenn euch das jetzt irgendwie bockt und ihr sagt, boah, ja, das probiere ich, kalt duschen und so, ja, voll gut, und euch geht es wie mir, dann geht ihr gleich ins Eisbad oder gleich dusche auf 5 Minuten, ich dusche nur noch kalt, aber jetzt richtig hart. Und wichtig ist aber zu wissen, das ist oft zu viel. Kälte ist ein Stress. Also es ist nicht dieses Allheilmittel, wo im Biohacking oft versprochen wird und dieses, ja, alles ist dann geil und euer Leben ist nie wieder stressig und alles ist toll und ihr fühlt euch so super. Es ist ein Trainingsreiz, es ist ein Reiz. Und der Reiz, der kommt obendrauf auf eure anderen Reize. Das heißt, wenn ihr einen stressigen Tag hattet, ein hartes Workout, irgendwas los ist und dann nochmal Kälte drauf, das kann es fast zum Überlaufen bringen. Und dann seid ihr eine Woche krank und dann sagt der blöder Minimalist Biohacker, der einen Scheiß erzählt. Ja, und das wollen wir natürlich nicht. Und hier kommt wieder das Tracking ins Spiel. Deswegen bin ich so ein großer Fan von Biohacking und dem messbaren Ansatz. Weil mit so einem Tracker können wir unsere Vitaldaten überwachen. Dazu gehört Herzrate, Herzratenvariabilität, Atemrhythmus in der Nacht. Und das verrät uns zum Beispiel, wie gestresst ist denn unser Nervensystem. Und hier oben rechts könnt ihr sehen, da ist der Status vom autonomen Nervensystem sehr entspannt. Das heißt, die Herzrate ist ruhig, die Herzratenvariabilität ist hoch, das heißt, die Herzschläge sind unterschiedlich weit voneinander entfernt, ihr seid entspannt, die Atemfrequenz ist ruhig, alles ist gut. Dann macht ein Eisbad Sinn. Wenn euer Nervensystem schon überlastet ist durch die Arbeit, durch Stress, durch Training, durch Krankheit, und ihr rutscht so in den roten Bereich, die Herzrate ist hoch, die Herzratenvariabilität niedrig, Atemfrequenz hoch, dann lasst es sein, dann geht nicht ins Eisbad. Oder dann macht auch kein hartes Workout. Oder nehmt euch bei der Arbeit mal zurück. Und das ist unglaublich wertvoll. Und ich höre immer wieder Leute sagen so, ja, aber ich mache das mit meinem Körpergefühl und so. Cool, wenn du das wirklich kannst, cool. Ich kann es nicht. Ich mag immer Gas geben, ich mag in der Arbeit Gas geben, ich mag beim Training Gas geben und irgendwann merke ich, boah, jetzt bin ich irgendwie erschöpft, ja, aber dann ist oft schon zu spät. Und mit Hilfe von Trackern und Daten könnt ihr einfach sichtbar machen, wie es eurem Körper geht. Und das empfehle ich immer auch bei der Kälte, weil das ist einfach ein Prozess. Also nicht gleich voll ausrasten, startet einfach mal mit einer normalen Dusche und dreht auf kalt und dann einfach weiterentwickeln. Und wenn ihr Bock habt, dann natürlich auch mal ins Eisbad. Und wir haben in Vorarlberg, und das ist wirklich der Hammer, wir haben hier wirklich viele Ressourcen inzwischen. Es gibt Breathwork-Communities, wo man die Atemtechniken lernen kann. Wir haben hier so viele kleine Communities, die zum Eisbaden gehen. Also an den Paspelseen da in Feldkirch-Rankweil, da ist immer jemand im Wasser, selbst im Februar. Also es gibt so viele Communities, wo man das lernen kann. Und eins, was ich ganz besonders hervorheben will, ist das Samina Recovery Center in Bregenz und in Frastanz. Da gibt es nämlich eine sogenannte Kryokammer. Das ist eine Kammer mit minus 86 Grad. Das klingt mega viel, aber es ist eine sehr angenehme Kälte. Die erste Anwendung ist kostenlos. Das heißt, ihr könnt es einfach ausprobieren, ihr könnt gar nichts verlieren. Und was für mich wichtig ist, weil halt viele Leute, Einsteiger, sich einfach gern überfrachten, da steckt einfach Technik dahinter. Also da schaut ein Algorithmus, wie lange ihr in der Kälte sein sollt. Da ist jemand dabei, der sich um euch kümmert. Da kann nichts passieren. Es ist viel sanfter, wie in einen kalten See zu springen. Und man muss sich nicht abtrocknen. Nächstes Mal ist in 5 Minuten rein und raus. Also wenn jemand von euch Bock hat, das zu machen, mit dem QR-Code kommt ihr sofort mit WhatsApp in Verbindung, macht einen Termin aus, macht es einfach. Das ist wirklich was, wo ihr euch ins Herz legen kann. Das ist eine geile Erfahrung und es kann einfach nichts passieren. Ja? Weil leider Gottes ist es halt doch so, dass jedes Jahr beim Eisbaden in Seen und so halt auch Leute sterben, weil sie sich einfach zu viel zumuten. Und dann machen sie noch Atemtechniken, dann kippen sie um, dann kommen sie nicht mehr raus. Also da gibt es einfach ein paar Geschichten. Man muss halt einfach mit Hirn hingehen, ja, das ist halt einfach so. Aber das Recovery Center gibt einfach die Möglichkeit, da sanft zu starten. Und ich bin eigentlich schon durch mit dem Vortrag, ein bisschen schneller wie geplant. Wenn jemand noch Fragen hat, ich bin auf jeden Fall unterwegs. Also ich bin ein ganz normaler Typ, also kommt einfach her, wir quatschen ein bisschen. Ich erzähle euch ein bisschen was, wenn ihr was wissen wollt oder ihr mir, wäre auch cool. Und wenn jemand Lust hat, ich bin nachher auch draußen beim Eisbad von Samina Recovery. Ich kann euch gerne mal durch so eine Eisbad-Session begleiten. Das ist auch fein, wenn man jemand hat, wo einem hilft mit der Atmung. Wäre echt cool, würde mich riesig freuen. Hey, vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. War mir echt eine Ehre und ich freue mich riesig, dass das Thema Biohacking ein bisschen mehr Aufschwung kriegt durch euch. Ja, also mehr Power.